weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell mit dem FC Augsburg. Da dürfen wir wieder ein bisschen rotieren, weil es ist ja ein Ligaspiel. Und der Champions League treffen wir tatsächlich auf Borussia Dortmund. Also ist gut, jetzt haben wir sie schon schlagen können. Und warum auch immer jetzt gerade die Barca-Trikots angezeigt werden. Naja. Wie dem auch sei. Okay, gehen wir rein in das Match mit dem FC Augsburg. Nächstes Spiel ist an Borussia Dortmund. Das heißt, wir werden definitiv jetzt ein bisschen durchrotieren müssen. Und deswegen, weil Augsburg ist meiner, also mit großem Respekt auf jeden Fall vor Augsburg, klar, aber die sind mir heute nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel das nächste Duell mit, wie das Duell gegen Augsburg. Ich rotiere jetzt ein bisschen mal durch. So. Deswegen wird Coutinho auf jeden Fall von Beginn an mal spielen. Ach komm, ich lasse Bibu mal spielen. Burkhardt hat ja schon ein paar Mal gespielt. Das heißt, Bibu wird heute den von Beginn an spielen. Und deswegen spielen wir heute mit einer komplett rundum erneuerten Truppe hier beim Duell gegen den FC Augsburg. So, auf geht's. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen FC Augsburg. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. So, geht jetzt gleich los ins Match. Ja, in der nächsten Folge sehen wir uns schon wieder mit dem Derby wieder. Sehen wir uns schon wieder mit dem Derby konfrontiert, weil Borussia Dortmund heißer nächste Gegner im Champions League Halbfinale. Deswegen wird heute ein bisschen, haben wir halt, weil die komplette Mannschaft ein bisschen durchrotiert. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Na, aber offensiv. Deswegen heute mal ein bisschen die Rotation angeschmissen. Es war eine komplett auf 11 Positionen so neu veränderte Mannschaft, die gegen das letzte Spiel dabei ist. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Kurzer Blick auf die Formation, Uschi. Da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten. Und vorne zwei Stück. So, auf geht's. Ja, heute wäre es egal, wenn wir spielen. Erstmal wollen wir natürlich klar gewinnen. Wollen wir mal gucken. Joe. Der viel wenig gespielt hat diese Saison, klar. Und da ist der Ball wieder weg. Bebu. Oh, das könnte was werden. Bebu. Er hat eine Schalker Chance. Bostuan. Sich an.
Ein Tor in der Opel Arena im Studio. Mainz. Jetzt alle Infos der Pokalfinale. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 6 Minuten. Nee. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Augsburg ganz geduldig. Ganz alleine. Uiuiui, Vizelhase, Tender hat keinen Problem damit. Und wir schauen auf den Trainer, der kann es nicht fassen, wie man diese Chance liegen lassen kann. Ja, das war ein bisschen sehr überhastet gespielt. Ja, schwacher Ball hier. Boss war ein Fehlpass. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Becker heute in der Innenverteidigung. Kann ja irgendwie gefühlt alles spielen. Und jetzt Bebu. Der ist eigentlich sehr schnell. Gegen Hernandez. Chance zur Führung. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Vorne jetzt die Balleroberung. Mein lieber Schwarz, das war gefährlich. Ja. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein... Okay, ich hätte eigentlich erwartet, dass es jetzt eine Ecke gibt. Es gibt Abschluss bei Augsburg. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Jo. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Erstmal keine Als Gefahr Ecke. Mehr. Gut gelöst. Jetzt der Eckball. Da kommt er raus und hält den Ball. 23. Minute. Noch nicht wirklich was passiert. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Ah, gut gemacht. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Super Pass. Bostan! Bostan! 1:0. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Schuss. Der SBU mit dem Ball nach vorne und dann Reibensglück. Einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Erstes Saisontor für ihn. Sie sind jetzt also in Führung. Das ist nicht so viel, aber er hat ein Tor gemacht jetzt. Ja. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Dortmund der jetzt neue Spielstand lautet vorne. Damit also 2:1. 30 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für das Update. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber 32. Minute war das. Bebu! Rein mit! Genau! Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war kann sein Tempo eigentlich schon ausspielen und dann haut er den hinten weg. Eiskalt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Natürlich sein erstes Saisontor erst. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Tabellenführung beflügelt sie noch mal zusätzlich. Sie zeigen tollen Fußball und stehen vollkommen zurecht da oben. Da kann ich dir nur zustimmen. Ja, das ist wie gesagt, eine tolle Saison, da macht es Spaß zuzuschauen. Da haben sie den Ball. Ah, war das ein Glück für die Augsburger, dass der nicht da durchkam. Da kann er sich den Ball holen. Schöner Pass da. Ah, Gossens. Gossens! Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Und jetzt bekommen sie die Chance. Schade.
Joe hat eigentlich den Ball schon gewonnen, aber dann springt er doch noch ins Aus. Nachspielzeit, eine Minute. Medran. Dann ist Pause. Gute erste Hälfte. Sie 0 mit 2 zu 0 2 in liegen der Hälfte auf. Nach der Pause müssen Sie einfach so weitermachen. Passendes Ergebnis nach 45 Minuten. Die Führung geht voll in Ordnung, finde ich. Absolut, Wolf. Sie dominieren die Partie, haben mehr Ballbesitz und haben sich auch deutlich mehr Chancen ausgespielt. Anstoß durch die Schalker, Durchgang. So, ah gut, Ergebnis ist eigentlich ja gerade irrelevant. Gerade jetzt, wie gesagt, in der Liga ist es egal. Wir werden jetzt versuchen, uns wieder durchzuziehen. Wir werden natürlich ein bisschen durchrotieren müssen. Gerade weil es im Hinblick auf die DFB-Pokalfinale und Champions League noch zwei Wettbewerbe zu gewinnen gibt. Ah, sie verlieren den Ball. Großes. Gute Chance. Borussen, 3-0. Nur eine 14. Minute, so lässt sich doch gut in die zweite Halbzeit schaffen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Seit 6. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. So kann man Einwurf Schalke zumindest mal seine Hausaufgaben machen und nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung. Klar, ich wechsle lieber durch, aber Ball draußen, Scheiße. Haben sie ihn gut gestört. Ach so. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Großes. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Naja. Gut gemacht da. Naja, Boss zu haben. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, warte mal gerade kurz. Ja, auch bekannt habe ich es. Aber gut genug. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer für den HSV. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 60 Minuten. Das wäre schön gewesen, wenn sie nicht nur gesagt haben, für den HSV, sondern gegen wen sie vorhin sind. Weil ich natürlich nicht jedes Spiel auf dem Schirm haben kann, wie die gerade die aktuellen Paarungen aussehen. Da haben sie in der zweiten Halbzeit gesehen. Und da der Hinweis, wer es als nächstes mit den Augsburgern zu tun bekommt. Ja, wo wir gerade mal vor sind, das ist unser nächster Gegner dann. Und da sollten sie mehr oder weniger spielen. Ist ein unfassbares Tor. Funktioniert, 4-0. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Dass da vor der Mann stehen und kann dann ohne Probleme einschieben ins lange Eck. Unglaublich. Das kann er halt sehr gut. So, Nummer 7. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Delor. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da muss er hin, da holt sich den Ball. Was soll? Die Gäste werden wechseln. Und es gibt jetzt Freistoß und Gelb für Augsburg. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Becker. So. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Oh, das ist Debu. Und zwar ziemlich direkt mit dem fünften. Mit diesem guten Freistoß.
nichts zu holen heute gegen S04. Sie setzen hier sogar noch ein Tor drauf. Starke Partie bislang. Und jetzt ja, Joe mit der Vorlage über links. Und dann brauche ich Bebu eigentlich nur einzuschieben noch. Und dann passt das hier. Tor Nummer 2 für ihn. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit. So, die Frage ist, wer macht den Hattrick? Bebu oder Joe? Groß. Einer von den beiden. Übrigens. Will er den ganz alleine machen? Vielleicht sollte er einen Mitspieler einsetzen. Defensiv machen sie es gut. Bebu. Der Bebu, mit viel Übersicht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Gute Chance. Dreierpack. Was für eine Bebu. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Einfach das Spiel gespielt. Wird er so schnell nicht vergessen. Da ist die Szene nochmal. Der Gosens, ja, der schön Kipper gespielt, einfach wurde Probleme vorne reingesetzt. Gegen eins. Ja, er muss sich für eine Seite entscheiden und dann fällt das Tor. So, jetzt wechseln wir nochmal durch ein bisschen. So, dann kann man nochmal durchrotieren, also mit drei neuen. Absolut drei dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Tor für Schalke 04. Die Nummer 19. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Da geht er gut in den Zweikampf. 8 Minuten jetzt noch. Das ist schön im Außen. Der hat nämlich seinen Dreierpack doch nicht heute. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter Wasser sein. Gossen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Ein Tor in der Opel Arena im Studio. Jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier den dritten Treffer für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit 3:1. Der Tor für Augsburg 6:1. Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber viel rausgespielt, ein wenig Selbstvertrauen zurück. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ja, war eigentlich Stellungsfehler da von Marco Guma. Aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gewonnen. Der da hinten komplett fehl am Platz war und dann aktueller sich ein bisschen verschätzt hat. 6:1. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so. Dann ist klar, 6:1 der Endstand. Ist es endlich soweit. Jetzt kann die Meisterfeier so richtig beginnen. Und schauen wir mal in die Gesichter der Spieler. Die können es kaum noch erwarten. Gleich gibt es die Trophäe. Endlich. Gleich dürfen sie das Ding in den Himmel recken. Gefeiert wurde natürlich schon, aber ich glaube, jetzt gleich wird es den meisten erst so richtig bewusst, was das eigentlich bedeutet. So, Buschi, das sind jetzt die Momente. Die ersten tanzen schon oben auf dem Podium. Die letzten holen sich die Medaillen. Konfetti! Konfetti! Konfetti-Regen. Der Titel endlich, die Schale ist da. Auf den großen Moment. Wir warten auf den großen Moment. Und guck mal, da fällt so viel ab auch. Guck mal in die Gesichter. Ne? Das ist zwar Freude, aber du merkst genau, endlich haben wir es geschafft und jetzt ist es soweit. Hoch mit dem Ding! Herzlichen Glückwunsch! Deutscher Meister in diesem Jahr! Gratulation. Jetzt geht es natürlich rüber zu den Fans. Klar, die haben großen Anteil an diesem Titelgewinn. Ja, auf die Unterstützung der Fans konnten sie sich immer verlassen. Und das
ist jetzt der Tag. Jetzt hier bringen sie die Trophäe zu den Fans. Jetzt ist es nur noch eine Riesensause auf den Rängen. Ja, ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Bebu. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. So. Supi, dann haben wir's. Wo verdient der Sieg in den FC Augsburg? Heute an diesem Spieltag. Spieltag 31 war das jetzt. Jetzt geht's weiter in der Champions League mit dem Hinspiel gegen Borussia Dortmund. Wir haben uns erst das Heimspiel zu Hause und dann spielen wir in Signal Iduna Park um den Einzug ins Finale. Das heißt, eine deutsche Mannschaft steht sicher im Finale. Ob wir das sind oder ob Borussia Dortmund, das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Bis dahin und tschüss.